Wunderschönen guten Nachmittag. Heute starten wir einen Vlog mal so kurz vor 17 Uhr. Ich hatte heute schon ein bisschen zu tun. Ich war auf einem Dreh, allerdings nur für Maske und Kostüm zuständig. Das heißt, ich hatte zwischendrin immer genug Pausen und ich durfte auch eher gehen. Jetzt ist der Moment, dass ich euch zeige, wie cool meine Flasche leuchtet. Die erinnert mich gerade ans Trinken. Mega! Endlich mal, dass man es zu Gesicht bekommt. Darauf erstmal. Tim ist gerade los. Ich hatte, glaube ich, schon mal erzählt im vorletzten Video. Was geht denn ab? Wieso leuchtet ihr die ganze Zeit weiter? Ich hatte, glaube ich, schon mal erzählt im vorletzten Video, dass wir uns aktuell einfach nur noch die Klinke in die Hand geben. Es sind echt so Phasen, wo wir so richtig busy sind und immer abwechselnd Termine haben. Und ja, heute Vormittag war ich halt nicht da und Tim hatte auch Termine. Kai war heute im Kindergarten und da ist der ganze Haushalt liegen geblieben. Es sieht hier wirklich, also es sieht ein bisschen unaufgeräumt aus. Es ist halt einfach, liegt alles rum. Und deswegen dachte ich, nehme ich euch jetzt mal mit, wenn ich hier für Ordnung und Sauberkeit sorge. Und dann wollte ich noch was kochen. Und dein Glas hat dich daran erinnert. Genau. Viel Spaß mit dem Vlog. Vorletzten zeigen, was ich zum Geburtstag bekommen habe. Das hier ist ein Gutschein für ein Glätteisen, der irgendwie unscharf ist. Seht ihr das? Das Glätteisen hat Tim gemalt, deswegen steht da Tim. Und das hat Karl gemalt. Das ist so, so süß. Und Mami, dann haben wir hier noch, der große ist mein Milchtank. Genau, ein Milchtank. Hier hat er seinen Namen geschrieben. Noch ein Milchtank und noch ein Milchtank. Mega. Noch ein Milchtank und noch ein Milchtank. Genau, jedenfalls ist das der Gutschein für ein Glätteisen. Also mein Autofokus ist heute mal richtig schlecht. Ich weiß nicht. Ah, vielleicht ist meine Linse dreckig. Ich kann euch nämlich mal zeigen, wie es meinem Glätteisen geht. Und zwar gucken hier die Kabel raus. Hallo Autofokus. Aber noch nicht das blanke Metall, aber bald. Und deswegen, wenn dann hier das Metall durchguckt, möchte ich das natürlich nicht mehr verwenden. Und dann ab der Sekunde kriege ich dann das neue. Aber ich habe gesagt, es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt vorher schon eins habe, dann liegt es rum. So, und ich will das andere wirklich noch benutzen, solange es halt noch geht. Genau, das. Aber ich habe mir schon eins ausgesucht, kann ich einblenden. Beziehungsweise ich glaube, ich habe zwei oder drei, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin. Ich blende die jetzt ein. So, dann, was liegt hier noch so? Müll, gut. Von meinen Eltern, hier drin ist ein Gutschein. Ich habe mir nämlich ein bestimmtes Buch gewünscht, kann ich euch jetzt auch einblenden. Das wurde mir empfohlen und ich habe Rezensionen gelesen. Ich habe mir, da kann man online das Inhaltsverzeichnis sehen und generell so ein bisschen was zum Buch. Und ich finde das so, so, so mega gut und ich habe mir das halt gewünscht. Dann zu dem Zeitpunkt, wo meine Eltern das bestellen wollten, war es ausverkauft. Und es ist jetzt, glaube ich, immer noch ausverkauft. Aber wenn das wieder verfügbar ist, dann kriege ich das von meinen Eltern. So, was haben wir noch? Hier ist ein Frame für die kleine Kamera, damit ich die auch wieder benutzen kann. Einen Promille-Tester. Ich weiß nicht, wir haben es noch nicht ganz rausgefunden, wie der funktioniert, weil die Anleitung richtig komisch ist. Aber ja. Jedenfalls habe ich den auch noch bekommen. Was haben wir hier noch? Das hier ist die Verpackung von der Flasche, die ich schon gezeigt habe. Jetzt seht ihr auch nochmal, wie die heißt. Die hat zwei verschiedene Deckel und das Kabel habe ich schon ausgepackt. Dann ist hier halt noch von dem einen Deckel mit Strohhalm und sowas. Genau, dann habe ich noch ganz viele Süßigkeiten bekommen.
Eine Backform. Bin jetzt richtig am Überlegen. Ich habe bestimmt noch irgendwas vergessen. Jedenfalls, ja, waren das erstmal so meine Geschenke. So, ich werde mich jetzt gleich mal, sorry für diese schlechten Lichtverhältnisse, ich werde mich jetzt gleich mal ums Abendbrot kümmern. Heute gibt es Nudeln, da habe ich solche hier und Pesto und dann habe ich noch Tomaten, mit denen ich irgendwas mache, die ich dann da noch mit daran rühre irgendwie. Keine Ahnung, ich muss erstmal selber in den Kühlschrank gucken. Das war jetzt richtig professionell. Ich fange erstmal an zu reden und überlege mir währenddessen eigentlich, was ich überhaupt da habe. Also, ich werde die Tomaten, welche ich jetzt auch gefunden habe, mit Käse, mit Knoblauch und einer Zwiebel anbraten und dann streue ich da vermutlich noch den Rest Käse mit irgendwie hin und dann habe ich da diesen in der Pfanne halt das Angebratene, das Pesto einzeln, das wird ja nicht warm gemacht, die Nudeln einzeln und den Käse und ja, ich glaube, das klingt nach einem Plan, das sind halt Nudeln. So, also so sieht es aus, wenn wir die Nudeln kochen und sehr unspektakulär hier alles brät. Und ich werde dann die Reste, die wir nicht essen, weil das ist eine ganze Tüte Nudeln, das werde ich alles abkühlen lassen, auch das hier. Und dann werde ich alles zusammen mit dem Pesto, was habe ich euch das glaube ich schon richtig gezeigt. Also ich weiß ja nicht. So, mit dem Pesto werde ich das alles zusammen in einen Schüssel tun und einen Nudelsalat draus machen. So, jetzt ist Zeit für mein Zitronenwasser, was ich heute früh noch nicht getrunken habe. Und ich wollte euch mal noch was zeigen. Ich habe mir das hier bestellt. Dafür wird ja ziemlich viel Werbung gemacht. Ich möchte das mal testen. Das ist ein Pulver, das ist verdauungsfördernd. Das mischt man an mit, steht das nicht hinten drauf? Ja. Mit Wasser oder irgendwie so Kokosmilch oder sonst was. Kann man überall mit dazu machen und auch an jeder tun. Und dann sind hier so Magnesium-Kapseln, die man dazu nimmt. Und dann hilft das verdauungsfördernd und gegen Blähbauch. Also, ich möchte das mal austesten, deswegen habe ich mir die kleine Packung bestellt. Und werde, wenn die leer ist, dazu mal mein Feedback geben, meine Erfahrung teilen. Ich muss mal eben eine Nudel kosten. Also ich leide jetzt nicht unter ständigem Blähbauch oder sowas. Das hängt sehr halt davon ab, was ich gegessen habe. Deswegen glaube ich, dass es bei mir eher so ist, dass es halt, wenn man so Lebensmittel isst, die sehr blähend wirken, dass ich dann abends immer kugelrund aussehe und dass es halt wirklich an den Lebensmitteln liegt. Nee, die ist leer. Das werden wir sehen, ob, wenn ich jetzt blähende Lebensmittel esse und das Zeug nehme, ob das dann nicht mehr so ist. Genau, und mein Zitronenwasser, da bin ich jetzt auch sehr hinterher. Was ist hier unten? Zitronenstücken, Fruchtfleisch.
und werde auch da berichten, ob ich irgendwas an meinem gesamten Gesundheitszustand bemerke, ob sich daraufhin irgendwas positiv verändert hat. Nicht besonders schön angerichtet, aber sieht mega lecker aus und ich habe richtig Hunger und wir essen jetzt. Nicht auf Aufnahme gedrückt, als ich den Nudelsalat gemacht habe. Sehr schön, aber es war im Endeffekt nur Reste zusammenschütten vom Abendbrot. Also wirklich genau das, was ich jetzt in warm gegessen habe, auch dann für morgen in kalt. Wir gehen morgen auf einen Dreh, aber nicht... Komm ich da mit? Ja, aber nicht als... Sitzen wir da auf einer Picknickdecke? Kalt spoilert schon, ja. Ich bin diesmal nicht im Filmteam mit, also so wie heute, sondern wir sind Statisten, Komparsen, was auch immer und sollen halt picknicken auf einer Decke und dafür ist der Nudelsalat, dann bringe ich da noch irgendwie so kleine Schüsseln oder so mit. Picknickdecke ist auch schon am Start. Ich wollte noch Kaffee kochen und in die Thermokanne tun, Becher mitnehmen. Tja, was können wir noch mitnehmen? Also so viel muss es eigentlich nicht sein. Geht nur um, wir essen was, wir trinken was und es sieht nach Picknick aus. Genau, mal gucken, ob mir noch irgendwas einfällt. Und ja, das ist so der Plan für morgen. Genau, an der Stelle möchte ich das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal einen kleinen Einblick in mal wieder ein bisschen Haushalt aufräumen, sauber machen und so. Und ja, meine Geschenke, wo ich immer noch nicht weiß, ob ich jetzt alles gezeigt und gefunden habe oder nicht. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und schaut gerne das letzte Video an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und im vorletzten Video habe ich noch ein bisschen was von meinem Geburtstag erzählt und auch diese coole Flasche gezeigt und ja, noch was eingeblendet von meinem Geburtstag. Genau, dann bis zum nächsten Video.